Ich bin jetzt wieder reingeschaltet. Also, passt ja. Alles klar. Alles klar. Wir schauen einmal schnell. Also, ich will mal ganz kurz darauf eingehen. Fangen wir mal nochmal an. Ich tue das einmal schnell übermitteln, da brauchen wir das nicht laufen lassen. Es geht um das Renz-Video. Was ist Toleranz? Das kann man sich jetzt anhören oder nicht anhören. Kann man sich ja hersuchen auf YouTube. Warte, ich gehe wieder zurück, dass ich dich habe. Das reicht eigentlich hier. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir das Bild wieder haben. Es ist ja so eine Sache, dass es also letztendlich immer wieder, was ich gerade gesagt habe, wenn es um die Toleranz geht, was dir alles erzählt, ist alles richtig. Ich mache es jetzt einmal in meinen Worten. Das sind Einseitigkeiten. Du strebst immer Einseitigkeiten an. Wenn du tolerant bist, egal um was es geht, er bringt das Beispiel mit Zähneputzen, sagt er, warum putzt du dir die Zähne, weil die sauber sein sollen. Wenn du die sauber haben willst, dann sind sie nicht dreckig. Genau. Ja, dass es nicht stinkt und so weiter und so fort. Er erzählt dann, wenn du alleine bist, juckt dich das eigentlich überhaupt nicht. Dann, dass sie nicht kaputt gehen, die fallen dir sowieso aus. Du kannst Gedanken nicht am Leben erhalten. Das ist einmal das, was 100%, das sind so einfache Sätze. Die rauschen beim Menschen durch. Ich sage, die sind 100% sicher. In meiner Definition von 100% normale Menschen. Dann ist nicht oft genug, wenn du aber wirklich genau weißt, wirst du feststellen, dass diese Logik, dieses Ego, dem du auf den Leim gehst, das du ich nennst, dein ganzes Wissen zwingt dich permanent in Einseitigkeiten. Das hast du in den Heiligungen. Du musst dieses Wellen-Dahl-Wellen-Berg-Prinzip verstanden. Da geht es jetzt nicht darum, dass man was verändert. Du kannst nichts verändern. Du bist 200 Gramm rote Gnede. Was macht die rote Gnede dagegen, wenn ihr irgendjemand eine Form geben will? Gar nichts. Sie ist einverstanden. Diese 200 Gramm rote Gnede ist eigentlich schon das Symbol für einen Christus. Mach, was du willst. Leben. Mach mit dir, was du willst. Was mit dir macht, das nennen wir jetzt einfach mal das Leben als Ding an sich. Aber was ist die Ursache für das, was du erlebst? Jetzt immer an das Computerbeispiel denken, es ist das Programm, das in dir läuft. Und jetzt ist es, dieses Leben ist zum einen sehr lehrreich und es ist Unterhaltung. Jetzt wird es natürlich interessant, Unterhaltung ist einseitig im normalen Sinn des Wortes, da fällt die Überhaltung. Unterhaltung und Überhaltung, das ist ein Wort, das gibt es nicht, weil die Seite ist nicht bekannt. Der normale Mensch wird sagen, das Gegenteil von Unterhaltung ist Langeweile. Aber die Langeweile ist die Nulllinie. Und jetzt kommt das Verdrehen mit den zwei Seiten, dass ich immer wieder sage, wenn wir jetzt das einmal bloß hebräisieren, das Überhaltung ist das über dir. Eigentlich ist deine Gedankenwelle, haben wir ja wieder U mit den zwei Bündchen drüber, Polar erweckt, haben wir jetzt das Spiel der Gedankenwellen, aber das ist deine Unterhaltung. Und die Unterhaltung ist eigentlich die Grundlage, ist U, unter heißt ja UN, schwingend, existierend, TR ist die erscheinende Berechnung und TR ist deine Reihe, deine Spiegelwahrnehmung, in der du iterierst. Das ist eigentlich, das Spiel muss man verstanden haben. Und jetzt habe ich gerade nochmal gesagt, mit der 200 Gramm roten Gnede, Michael, die 200 Gramm rote Gnede nimmt keinen Einfluss darauf, welche Form sie kriegt. Den Computer ist scheißegal, welches Programm du ihn einspitzt. Er wehrt sich nicht dagegen. Er wehrt sich weder gegen ein Update noch gegen einen Virus. Das ist eine Programmveränderung und er wird es machen. Siehe das letzte Selbstgespräch, wo ich immer wieder sage, in deiner Welt funktioniert immer alles richtig. Da gibt es keine Fehler. Es funktioniert bloß oft nicht so, wie deine Logik das in ihren einseitigen Wahn wahrhaben will. Genau. Das ständige Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas. Und jetzt kommt dieses Wort Toleranz. Toleranz diesbezüglich strebt genauso Einseitigkeiten an, wenn ich etwas toleriere. Die absolute Toleranz ist das komplette Einverstandensein mit allem, was ist, was du im Alltag als normaler Mensch nie erreichen wirst. Schon die Rituale, die du hast, was du machst, um gesund zu bleiben, weil du nicht krank werden willst, sind wir wieder in dem Spiel. Du strebst ständig Einseitigkeiten an und das ist die Selbstentheiligung. Und die Langeweile ist eigentlich die Nulllinie, aus der alles entspringt, was du bist. Ich muss jetzt nochmal zurückgreifen mit dem roten Ich. Dieses rote Ich, diese 200 Gramm rote Gnede, werden vom blauen Ich geformt. Du sollst als rotes Ich, sollst du dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte und Interpretationsmechanismus, den sollst du beobachten.
Was jetzt der Witz ist, mir sagen wir mal, das ist das, worauf du sitzt, was dein Leben aufbaut. Dein Intellekt. Als rotes Ich bist du wie ein Reiter, der auf einem Pferd sitzt. Du kannst dann zwar schon in einer gewissen Maß steuern, wo es hingeht, aber du steuerst es ja mit der Logik des Pferdes, des blauen Ichs. Jetzt ist natürlich mit dem Pferd, mit dem Sus, ist natürlich ein Geheimnis dahinter. Da muss man wissen, dass du ein Jesus ist. Steuerst du schon im Sinne des Pferdes selbst oder willst du das Pferd wieder irgendeine Richtung aufzwingen? Das heißt, genau genommen müsste der Reiter sich draufsetzen und das Pferd einfach machen lassen. Den Jesus. Einfach den Jesus in dir machen lassen, geschehen lassen. Aber was jetzt passiert, dass ich immer wieder sage, in dem Moment, wo du dieses blaue Ich, dieser Reiter wirst, da haben wir wieder unter, da haben wir das Reih schon wieder mit drin, ne? Reiter, das ist die Spiegelreihe. Du bist ja selbst die Spiegelreihe. Du bist ja nicht irgendein Bild in irgendeiner Spiegelfacette. Du bist dieser Reiter, Urspiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Und wir bleiben mal bei unserem Reiterbeispiel, wenn du jetzt auf diesem Pferd sitzt, und wir sagen einmal, du bildest dir ein, du steuerst jetzt das, dass du dem Pferd aufzwingst, wo es hin soll, was natürlich wieder in alle Richtungen gleichzeitig kannst du ja nicht steuern. Du hast schon wieder vergessen, dass das Ziel des Hier und Jetzt ist, dass du eigentlich gar nicht woanders hin willst, wie hier und jetzt sein. Auch gar nirgends anders hin kannst. Das ist eine Illusion, sich woanders hinzudenken ständig. Ich bin jetzt in Murnau, ich bin in Weißenburg, ich bin in München, ich bin dort. Das Zeug ist in dir. Und nicht du irgendwo da draußen. Stimmt oder stimmt? So ist es. Aber was jetzt schön ist, dass wenn das Pferd anfängt zu reiten, das ist deine Unterhaltung, dann wirst du feststellen, dass du ständig auf und abgeschmissen wird, wenn der reitet. Das wiederum kriegt bloß der mit dir den Reiter auf dem Pferd, der das rote Ich beobachtet. Das ist jetzt das JCH, dieses Ich. Der werdet aber nicht mehr, der schaut einfach bloß wie sein blaues Ich, das angeblich ja hier und jetzt ist, ständig um seinen eigenen Nullpunkt durch das Reiten hin und her geschmissen wird, weil er ständig dieses Pferd in Bewegung setzt. Lass die Metapher auf dich wirken und dann verstehst du wieder ein bisschen mehr. Sehr schön. Es ist immer wieder dieses absolute passive rote Ich-Sein, das 200 Gramm rote Gnede ist, das ständig umgeformt wird durch den eigenen Intellekt. Du hast immer die große Masse deiner Informationen machst du durch dein Interesse, die du ansteuerst. Du hättest die Freiheit, wenn du dich zum Beispiel morgens jetzt als Brüssel vom Computer hinsetzt und du schaltest den Computer ein, wer bestimmt, welche Seiten du ansteuerst? Von den Milliarden und Abermilliarden Seiten, die du jetzt benutzen könntest, dich zu unterhalten oder dich lehrreich oder zeitverschwendend zu unterhalten, wie mir auch immer das definieren, das sind immer Einseitigkeiten. Jede Definition führt dich zwangsläufig in eine Selektion. Ja. Damit verlässt du unbewusst deine Heiligkeit. Was jetzt an und für sich nichts Schlimmes ist, wenn du das bewusst machst. Genau. Ich bringe mal nochmal so einen Udo-Satz. Die Fähigkeit, deine von dir hier und jetzt hundertprozentig sicher von dir gedachten Gedanken, die hier und jetzt in dir entstehen, weil du sie denkst, um dich herum, rein gedanklich in Raum und Zeit zu verstreuen, also gedanklich woanders dir hinzudenken. Ich rede jetzt aber nur von den Gedanken. Du kannst dir jetzt zum Beispiel hier den Michael, das Pixelmännchen Michael nach Murnau denken. Du kannst dir das Pixelmännchen Udo nach Weißenburg denken. Und jetzt denk einmal an dich selbst, an den, der sich jetzt dieses Video anschaut. Wo denkst du dich jetzt hin? Und wo sind die alle eigentlich in Wirklichkeit hier und jetzt in deinem roten Kopf? Das ist hundertprozentig sicher. Der Michael ist jetzt ein Gedanke. Der Udo ist ein Gedanke. Und das, was du zu sein glaubst, ist eine sinnliche Wahrnehmung, wenn du an deinen Körper denkst. Du spürst dann diesen Körper. Aber wo war jetzt der Körper, während ich dir da was von einem Pferd erzählt habe? Ja, habe ich alles so schön erklärt, sofort nachvollziehbar. Bei Holofeeling geht es nicht darum, irgendwas glauben zu müssen. Jedes Kind kann das nachvollziehen. Du musst bloß meine Gedankengänge mitgehen. Du wirst bloß merken, dass sich unheimlich wieder dein blaues Ich, dein Ego, dein Intellekt mit dir aber eingrätscht und versucht, dich mit aller Gewalt am Leben zu halten. Wahnsinn, ja. Immer und immer wieder. Und das Spiel wird so lange fortgehen, bis du jetzt den Sprung machst von dem roten Ich, das immer noch dominiert wird von seinem eigenen blauen Ich. Während du das beobachtest, wie gesagt, sitzt du auf dem Pferd und du wirst nicht verhindern können, dass du deine eigenen Beobachtungen, die du als rotes Ich machst, trotzdem nochmal vollkommen einfärbst mit diesem Programm, das du beobachtest, mit diesem Mechanismus, den du versuchst zu analysieren,
deine eigenen Funktionen, und das sind natürlich die eigenen Funktionen, da wird jetzt der Materialist wieder zum Beispiel, wenn er an seinen Körper denkt, das sind Funktionen, die kannst du gar nicht überprüfen, was in deinem Körper abläuft. Das sind alles symbolische Bilder. Dein Blutkreislauf, was ist mit deinem Blutkreislauf, wenn du nicht dran denkst? Wenn schon nicht einmal dein Körper da ist. Und das ist ja dann angeblich alles hundertprozentig sicher bewiesen. Das ist geistloses Geschwätz, das du nachplapperst, das deshalb bewiesen ist, weil es dir logisch erscheint. Aber kann das nicht alles ganz anders sein? Du wirst dich dann immer mehr abkoppeln, zuerst einmal als Geist von der Welt, als Geist von dir selbst, weil du immer mehr begreifst, dass das, was du ein Leben lang Ich genannt hast, genauso bloß einer von unendlich vielen Gedanken ist, die du denken kannst, dass das an dir nichts verändert. Wenn sich deine Gedanken verändern, ständig deine Informationen verändert, ändert das an dem, der sich die Informationen anschaut, überhaupt nichts. Selbst wenn du lernst, ändert sich nichts an dir, es verändert sich bloß dein blaues Ich. Das ist wie ein Programm, wie ein Computer, wo ich ständig neue Daten und neue Programme aufspiele. Es verändert nicht an den Computer, wo das aufgespielt wird. Das ist, wo ich im letzten Gespräch ja gesagt habe hier, dass du dir, wenn wir jetzt die Metapher nehmen, du bist der Computer, dieser Computer sucht sich nicht raus, welche Programme er kriegt, der hat keinen Einfluss drauf. Und dieser Computer nimmt nur seine eigenen Informationen wahr, das heißt, er kann nur das wahrnehmen, was auf dem Bildschirm auftaucht, das ist das, was du siehst oder was du denkst oder was du hörst oder was du empfindest, das ist einmal ganz grobe Metapher. Und er kann sich eventuell, wenn er mal die Computer-Metapher benutzt, sich bewusst machen, was im Arbeitsspeicher ist. Oder auf seiner Festplatte. Das sind jetzt die Schichten, wo er sagt, das gehört ja noch zu mir. Mhm, ja. Aber du wirst jetzt merken, dass das Internet, was ich ja Gott nenne, die Quelle eines Seins in dieser Transversalen, dass das genauso zu dir gehört. Mhm. Aber da koppelst du dich dann schon in einem gewissen Maß ab. Weil das eine ist ja in mir drin und das andere kommt von außen. Aber nein, das ist der innerste Kern, das musst du verstehen. Und das, du musst es verstehen. Der, der mich jetzt sprechen hört, nur der kann es verstehen. Also arbeite bei Zeiten dran, zu erkennen, dass es ein Gedanke von dir niemals verstehen kann. Du kannst dir jemanden denken und dir denken, dass der das verstanden hat. Vergiss es. Vergängliche Erscheinungen können das nicht verstehen, was ich dir erkläre, nämlich das, was Ewigkeit bedeutet, ewiges Leben. Klingt dann immer so hart, wenn ich sage, und so lieblos, das ist es überhaupt nicht. Du wirst dann erst zu wirklicher Liebe, du wirst zu absolutem Verstehen und dann wirst du zur absoluten Toleranz. Es ist schlichtweg und einfach im Hintergrund mit dieses Beispiel mit dem Schwamminhalt, dass du begreifst, dass egal welchen Schwamminhalt du hättest, dass die immer dein eigener anerzogene, deine Logik, deine Programme logisch erscheinen. Was sollte denn einem Computer logisch erscheinen wie die eigene Logik? Was sollte einem Menschen denn logisch erscheinen wie das, was man ihn als logisch einprogrammiert hat? Ja. Jetzt machen wir beim Menschen schon zu einem Gedanken. Mhm. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, worum sich alles dreht, bist du selbst. Das, was immer ist, dein Leben. Und das kommt natürlich, sobald du in die Personifizierung gehst, in die Vergessenheit gehst, springst du in ein gewissen Maß, das dann mal auf eine Bühne und du machst dich zum Zuschauer, wie ich immer wieder sage. Das Beispiel, ich merke interessanterweise Beispiele, die ich jetzt bewusst gedacht seit 25 Jahren erkläre. Mhm. Und ich weiß welche, die das über 20 Jahren schon kennen und tausendmal gehört haben von mir, dass dann, wenn ein bisschen eine Veränderung kommt, dass ich feststelle, die haben es nicht verstanden. Ein Wahnsinn, ja. Die haben es nicht verstanden. Das ist also hier immer wieder das Spiel, wenn wir die roten Ichs machen, wenn ich sage hier, dass du so einen hartnäckigen Interpretationsmechanismus hast, vor allem in deinem normalen Alltag, wenn du jetzt anfängst, wie weit bist du, wie weit dreht sich alles, dich ständig im Jetzt zu halten, obwohl du ganz normal dein Leben weiterlebst, dir jeden Moment, was ich sage, die Kunst ist es, jeden einzelnen Moment sich bewusst zu machen, was jetzt da ist, wie ich immer so auch sinnlich wahrgenommen, wie sich das ständig verändert aufgrund deiner Interpretationen, deines Wollens. Mhm. Was kleine Reizauslöser für Ketten machen und andere Reizauslöser bloß ganz kurz aufwuschen und dann sofort wieder weg sind und auf andere reißen dich voll aus dem Konzept raus, wie wenn du beim Fernsehen umschaltest. Hammer. Ja.
Du sitzt jetzt da, du liest zum Beispiel was, du bist voll in der Geschichte, du bemühst dich, was zu verstehen, du lernst was, dann klingelt dein Handy, unser Spiel Klingelingeling, du denkst an das Handy, du nimmst das Handy in der Hand, du drückst auf den Knopf und dann hörst du plötzlich neue Geräusche und dann ist alles andere weg, die Geschichte weg, alles, was du dich vorher beschäftigt hast, ist weg, wenn es ein interessanter Anruf oder ein wichtiger Anruf ist. Das ist wie wenn du im Fernsehen ständig ein anderes Programm einschaltest. Das ist das, was in einem abläuft. Gibt da nichts zu diskutieren. Aber was soll mir das jetzt sagen? Wunderbare Tests. Test. T-Est, Erscheinung ist. Hammer. Weißt du, dieses Spiel von Filmen, das ist immer wieder rot. Heute Morgen, glaube ich, im Chat war irgendeiner, hat Todes reingestellt. Tod ist ja so viel und Todes heißt ganz. Das Ganze im Hintergrund, das ist Todes. Us müssen wir jetzt rot schreiben, das heißt das verbundene Bewusstsein. Wir haben unser TOT, die zwei Erscheinungen, die sich Ja. kreisen und im Hintergrund steht das verbundene Bewusstsein. Wenn wir jetzt natürlich das Us ganz machen, wenn wir das blau schreiben, US, dann haben wir aufgespannte Raumzeit. Dann wird Todus, ist dann auch ganz, aber bloß in Bezug auf einen Film. Okay. Es sind so viele Bilder, die in Bezug auf einen Film was Ganzes darstellen. Das ist dann Todus auch ganz. Und jetzt dieses Wort ganz ist natürlich noch nicht die Vollkommenheit, weil das beginnt jetzt erst einmal mit Gone. Diese, ich mache es Geist. einmal blau, diese Gehirnexistenz. Es ist jetzt eine ganze Gehirnexistenz. Das ist die Welt, die du dir denken kannst. Und Garn ist der Garten. Der Garn-In. Der Garten sind wieder die geistigen Orden. Wenn wir das G ja blau machen, ist es Gehirn. Du wirst immer bloß das, der Rechnungsführer, der Computer, Mech-Chef im Hebräischen. Mech ist das Gehirn auf Hebräisch und Mech-Chef heißt Computer. Das ist dein Gehirn. Das G blau geschrieben ist kein Geist. Der Geist wäre jetzt der Computer selber, den wir uns symbolisch denken, als Gefäß. Sobald wir uns an ausgedachten Computer denken, ist es so, wie wenn du an Menschen denkst. So ist es so, wie man an Menschen denkt. Tausendmal erzählt, an was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Du denkst an einen Körper, an eine bestimmte Persona, denkst an ein Gehirn mit einem gewissen Inhalt und in dem Gehirn laufen dann Bilder ab. Ob jetzt die von außen kommen in Form von Sinneswahrnehmungen, streichen wir mal voll weg. Es muss auf jeden Fall in deinem Gehirn sein. Wenn ich an Computer denke, denke ich an ein Gehäuse, an einen Computerchip und an einen Bildschirm. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich habe unterschiedliche Wörter für dasselbe Phänomen benutzt. Jetzt wirst du vielleicht als normaler Mensch wieder sagen, ich kann doch eine tote Maschine mit einem Menschen, mit einem lebendigen Menschen vergleichen. Dann müssen wir zuerst einmal definieren, was verstehst du unter dem Wort Leben? Was ist Leben? Das Leben als Ding an sich ist mit Sicherheit nicht derjenige, der das Leben wahrnimmt. Der, der das Leben wahrnimmt, ist ja nicht das Leben. Das Leben ist ja was Wahrgenommenes. Also wie definiere ich jetzt Leben? Also ich kann nicht sagen, lebendig ist etwas, wenn man was spürt. Weil der, der was spürt oder der, wo was empfindet, ist nicht das Leben. Der empfindet das Leben. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, das Meer sind nicht die Wellen. Die Wellen sind das Leben und das Meer ist das, das seine eigenen Wellen erlebt. Der Computer erlebt seine eigenen Informationen. Der Mensch erlebt seine eigenen Informationen. Außeninformationen gibt es nicht. Das ist der erste große Trugschluss. Keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Ich habe mal vor Jahren, habe ich die Metapher gebracht, wie die DVD auf den Markt gekommen ist. Ist jetzt wichtig, bei der DVD, wie die DVD auf dem Markt gekommen ist, war das Bild mit einem DVD-Player auf dem Fernseher wesentlich besser in der Auflösung wie das Fernsehbild für die Antenne. Okay? Und dann habe ich gesagt, wir denken uns jetzt einmal einen geschlossenen Raum. Wir müssen immer in diesen Metaphern denken und da stellen wir jetzt einen Fernseher rein. Ein Kellergeschoss und da ist ein Fernseher. Und wir sagen jetzt, dieser geschlossene Raum wäre dein Gehirn. Das, was auf dem Fernsehbild auftaucht, das ist definitiv deine Information. Und du bist jetzt der Geist im Zentrum dieses Raums, der schaut seine Informationen an. Und wenn du jetzt nach außen schaust durch deine Augen, dann siehst du, das ist, muss ja in dir drin sein. Dann ist es so, wie wenn das Signal von der Antenne kommt. Das weißt du aber nicht.
Wenn das Signal von deinem Handy kommt, dann schaust du aus den Augen raus und wenn du das bloß denkst, ist es aus dem Speicher, aus dem DVD-Player, der in dem Raum hinter dem Fernseher steht. Da kommt nichts von außen. Das heißt, was du denkst, ist dir vollkommen klar, dass das nicht von außen kommt. Wenn du jetzt an ein grünes Mastmännchen denkst, dann kommt es nicht von außen. Wenn du jetzt an deine Dagi denkst, kommt es nicht von außen, es taucht dir in dir auf. Ein träumender Geistmetapher. Okay? Jetzt ist es ganz einfach so, dass ich immer wieder gesagt habe, es gibt damals, mittlerweile ist es nochmal ganz aktuell, habe ich gesagt, es gibt trotzdem eine Möglichkeit, anhand den Bildern zu sehen, ob das von der Antenne kommt oder von Ihnen, vom DVD-Player. Die Bilder vom DVD-Player sind echter. Das heißt, umso echter die Bilder sind, umso mehr beweist es eigentlich, dass das aus dir kommt. Okay, cool. Jetzt dreht sich wieder die Polarität um. Das ist immer wieder, wo ich darauf hinweise, du musst die Kausalität umdrehen. Denk wieder an das Unterhalten. Wenn wir das Wort Unterhaltung anschauen, dann muss eine Überhaltung geben. Okay? Weil Ja. zu gehört über. Oben, wie wir es nennen, über. Wir haben U mit zwei Bündchen Polar erweckt oder das Oben Polar erweckt. Das Oberhaltung ist deine Gedankenwellen jetzt in der Sprache und die Unterhaltung ist die Grundlage, das Drunter. Aber es entspringt immer aus der Mitte. Es klingt Genau. ungewohnt, diese Worte, aber ich kann nicht oft darauf hinweisen, das ist wie mit einem Computer. Wenn du komplexere Bilder, komplexere Informationen verarbeitest, da kommst du mit Basic nicht weiter. Man muss die Demut haben, dass das komplette menschliche Wissen, das du jetzt denken kannst, das du dir aktivieren kannst übers Internet, alles Wissen, das du auf deine Verabrede haben kannst, wenn du jetzt gedanklich in deinem Traum deine Erdkugel bereist, die auch bloß ein Gedanke ist, in fotorealistischen Bildern, wo du sagst, es ist real, das ist alles dein Programm. Und wenn ich dieses Programm als Basic setze, und du weißt jetzt, was der Unterschied an Möglichkeiten zwischen Basic und Windows oder den höherwertigen Betriebssystemen ist, dann kannst du erahnen, wo ich dich hinführe, aber du kannst das nicht vorstellen, weil bei dir mit einer Basic Schluss ist. Es ist immer wieder, du hast es ja in deiner menschlichen Entwicklung genau, wenn du am Anfang eines Buches stehst, ich sage, wenn du ein Säugling bist, was weißt du dann von dem Leben, obwohl das in der Grundschule ist. Ja, nix. Es sind so diese simplen Beispiele. Was verändert sich da alles in einen an Meinungen, an Anschauungen? Dreh doch einmal deinen Blätter doch einfach in dein Buch einmal 20 Jahre zurück. Das ist verrückt. Jetzt nicht nur, was sich in deinen eigenen Anschauungen verändert hat, sondern was hat sich in der Welt alles verändert? Mit Computern, mit Autos, mit all dem ganzen Zeug, wenn du dir jetzt ein Auto kaufst, ich weiß noch hier, ich gehe mal zurück, wie ich mal Mitsubishi gehabt habe, war der Kombi Luxusklasse, da musst du wissen, da hat es noch keine Airbag gegeben. Damals hat bei Mercedes der Airbag, glaube ich, noch 12 oder 1400 Mark Aufpreis gekostet. 1400 Mark Aufpreis. Das war Der Standard. Fahrer-Airbag. Mittlerweile sind in einem Kleinwagen schon 7 Airbags drin, Alles drin, serienmäßig. Von Navigationssystemen und so müssen wir gar nicht reden. Das war Voodoo. Science Fiction. Das geht alles so wie die Veränderung des eigenen Körpers, weil das so langsam geht Schleicht, angeblich. Das geht gar nicht, das passiert immer im Jetzt. Dein Körper verschwindet jetzt und der baut sich jetzt wieder vollkommen neu auf. Das ist auch so ein Satz, du bist dein ganzes Leben immer derselbe Geist. Das ist der, der das Leben erlebt. Aber was ist das Leben? Das, was du erlebst, das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Ich nenne das deine Gedankenwellen. Für die gibt es kein Vorher und Nachher. Und darum ist es so wichtig, wenn du jetzt hörst, wenn ich sage, jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jeder neue Augenblick, den du anschaust, den du zu sehen bekommst als Information, zerstört die bestehende Information. Die Quelle allen Leids ist dieser Wahn, dass du dir hundertprozentig sicher, dass du dich hundertprozentig sicher wähnst, da steckt der Wahn mit drin.
dass wenn du jetzt was anschaust und wegschaust, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht hinschaust. Und ich kann nicht oft genug sagen, das als hundertprozentig sicher anzusehen, das ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist die Falle. Zweites Gebot. Erstes Gebot, in Kurzform, mach dir kein Bild von dir selbst, weil egal an was du denkst, das bist nicht du. Als Geisteswunden, als Gotteskind. Das ist eine Information von dir. Und mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. TR. Es sind nur geöffnete Berechnungen, Generationen deiner Beschwörungskunst. Das ist jetzt, da wird jetzt natürlich die Vordersprache sehr hilfreich, wenn man das immer wieder anschaut. Ja, absolut. Ja. Wenn nichts einer dazu bequem ist, ich will es jetzt nicht nochmal herrufen, ich habe es hunderte Male gezeigt. Ja. Und es funktioniert mit allen Worten der Welt, mit allen Dingen, es funktioniert mit dem Aufbau des menschlichen Körpers, wenn wir unser Medizinbuch holen, mit den Knochen, mit den Nervenstränge, werde ich jetzt sagen, jedes einzelne Wort ist ein Programm, eine Programmstruktur eines Computerprogramms, das diese Bilder aufbaut. Da weiß deine Menschheit nichts davon. Und ich kann nicht oft genug sagen, Holofeeling überragt das ganze menschliche Wissen wirklich um geistige Welt. Und es ist auch nicht für irgendwelche von dir ausgedachte Menschen. Dir wird bloß immer mehr bewusst, wie wahnsinnig die sind, wenn du in der Zeitung reinschaust. Aber kann der Gedanke von dir wahnsinnig sein? Es ist dein eigener Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn deines Programms, der sich jetzt immer mehr zuspitzt. Bis das Ganze dann wieder in dich selbst kollabiert. Lass dich einfach überraschen. Du hast so viele Möglichkeiten, wenn du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit ist mit Sicherheit nicht logisch zu sein. Egal, was du machst, was logisch ist, ist immer das Anstreben einer Einseitigkeit. Die Freiheit beginnt erst einmal mit dem bewussten Geschehen lassen. Ich könnte jetzt sagen, wenn du das Pferd mit dir durchgehen lässt. Und immer dran denken, das Pferd symbolisiert auch den Jesus, auf den du reitest. Der trägt dich. Symbolisch. Ich rede nicht von irgendeiner historischen Figur. Jesus ist genauso eine Märchengeschichte wie Rumpelstilzchen oder Schneewittchen. Das Wichtige ist die Symbolik im Hintergrund. Nicht irgendwelche Gedanken, gedachte Personen. Nee, nee. Gedanken sind nur insofern wichtig, dass sie durchschaut werden in dem Moment, wo sie auftauchen. Ansonsten existieren sie sowieso nicht. Der Udo genauso wenig wie der Michael und nicht einmal der Körper, der du zu sein glaubst. Du brauchst ihn nicht zum Weiterleben. Im Gegenteil, richtige Freiheit beginnt, wenn du dich von dem Körperglauben gelöst hast. Kein esoterisches und kein religiöses Geschwätz, es ist das, was ist. Hundertprozentig sicher ist. Ein Angebot auf Freiheit, das nur der ergreifen kann, der mich jetzt sprechen hört. Egal, wer du zu sein glaubst. Und wenn du das ergreifst, dann werde ich mich ganz gewaltig aus dem Hintergrund einmischen. Wirst du den Eindruck haben, es passieren Wunder. Wunder sind immer Aktionen, die sich deiner Logik vollkommen entziehen. Dann wirst du eine vollkommen neue Lebendigkeit erleben. Eine geistreiche Lebendigkeit. Und alles andere, was bisher war, wird sich auflösen. Du wirst es nicht mehr wiederholen, weil es durchschaut ist. Das ist wie eine Geschichte, ein Buch, das du ins Bücherregal liest und dann beginnt man nicht ein neues Kapitel. Kapitel sind genügend begonnen in deinem jetzigen Leben. Die gehören nicht mehr zu dem Buch, sondern dann beginnt ein vollkommen neues Buch. Was ist denn das jetzt hier? Ja, so ist das Leben. So läuft. Das Leben, was keiner weiß, was es ist. Ja. Die Lebendigkeit. Die ist ohne Anfang und Ende. Der größte Druckschluss, sich selbst als Gedanke einen Anfang zu setzen. Dann hast du immer Angst vor dem Ende. Dazu versteht es erst einmal, dass das niemals irgendwann in der Vergangenheit angefangen hat. Es ist schon immer so und es wird immer so weitergehen. Bloß, dass wir jetzt die Ebenen tauschen. Wir gehen auf höhere Ebenen. Genau. Mhm. Da spreche ich jetzt nicht wie die ESO-Köpfe von irgendwelchen Dimensionen, die sie nachplappern, die sie nicht verstanden hat, oder von irgendwelchen Schwingungen. Nee. Meine Lieblingswörter, wo ich immer wieder sage, Schwingung, das Wort Schwingung beginnt schon mit Schwa. Das Schwa ist eine Nichtigkeit, ein Nichts. Ja,
IG. In G. Ein Nichts in G. Schwingen. Im Geist. Okay, Kleiner, gibt es sonst noch was? Oh. Was fällt denn spontan ein? Spontan? Fragen? Immer dran denken, Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3. Ja, das ist... Du wirst dich einmal wundern, wenn du da den Fokus drauf legst, wie schnell du, wir lassen mal die Einser-Kategorie, können wir ganz weglassen. Mhm. Aber wichtig ist die Kategorie 2, wenn du oft Fragen hast oder Bestreben hast. Ja. Es ist dieses Einseitige. Die gehen oftmals immer hier dann, ist es so oder so? Immer wieder wirst du irgendwelche Einseitigkeiten anstreben. Genau, ich will jetzt wissen, ist es jetzt so aber oder so? Du wirst nie die Heiligkeit anstreben. Genau. Wie gesagt, die Heiligkeit kannst du nicht erreichen, die bist du. Der mich jetzt hört, du bist heilig. Und das, was du zurzeit erlebst, erlebst du, weil du dich entheiligt hast. Mhm. Schon aufgrund dessen, dass du meinst, du bist bloß einer dieser Brösel, die du dir ausdenkst. Mhm. Du bist aber nicht ein besonderer Brösel im Vergleich zu den ganzen anderen Menschen, die du dir ausdenkst, sondern du bist alles, was du dir ausdenkst und nichts davon. Mhm, genau. Mhm. Immer wieder diese zwei Seiten. Mhm. Das Meer ist all seine Wellen, aber es ist keine Welle. Mhm. Das Alles ist ja gleich wieder wie das Nichts. Wenn du alle Wellen bist, bist du nichts. Richtig. Dann bist du immer. Mhm. Und einzelne Wellen oder Wellengruppen, die du dir ausdenkst, die jetzt bewusst gedacht werden, alle Wellen kannst du nicht denken. Nein. Weil alles kann man sich nicht denken, darum ist alles auch nichts. Das ist die große Verbindung der ersten großen Gerade. Mhm. Zum Kreis. Mhm. Weißt du, das ist in einem gewissen Maß immer wieder, wo ich hier versucht habe, in dem Gespräch mit Rixi und Gogo, das, was ja in Ich bin nur, glaube ich, schon drin steht, immer das Ende der bestehenden Dimension verbindet die unendlichen Enden dieser Dimension zu einer höheren Dimension. Klingt jetzt sehr kompliziert, ist aber ganz, ganz interessant, wenn wir jetzt das machen. Ich mache das nochmal schnell, wenn wir eine Gerade machen. Ich muss den nochmal wegmachen hier oben. Wenn wir eine Gerade machen, haben wir zwei Enden. Und jetzt ist natürlich die ideale Gerade, geht ja unendlich in die Richtung und in die Richtung. Mhm. In dem Moment, wo wir jetzt diese zwei Enden, die natürlich unendlich sind, unendlich heißt, die treffen sich in der Unendlichkeit. Die Unendlichkeit ist aber eine höhere Dimension. Muss ich jetzt die nach oben biegen und zusammen machen, dann kriege ich hier einen Kreis. Das heißt, aus der Geraden wird eine Fläche. Mhm. Dasselbe passiert, wenn ich jetzt mir jetzt die Fläche denke, macht es einmal so, die ja unendlich groß ist, muss ich dieses unendliche Ende dieser Fläche, den Rand praktisch, den ich mir jetzt unendlich groß denke, in Unendlichkeit verbinden. Das ist, ich brauche die nächsthöhere Dimension, ich ziehe den Rand nach oben in einem Punkt zusammen und dann kriege ich schon einen Raum, den ich das einschließen. Soweit kannst du denken. Mhm, ja. Aber wo ist jetzt der unendlich große Raum, den ich mir jetzt denke, in allen Richtungen ausgedehnt, ist ja wieder ein Ende von der dritten Dimension, den muss ich jetzt schlichtweg und einfach auch verbinden in einem Punkt. Und das ist es jetzt. Das ist die Zeit. Dieser Punkt ist es jetzt. Der Raum fällt in den Jetzt zusammen. Darum ist er immer hier. Super. Man kann das auch, wie ich früher habe ich das immer mit dem Möbiusband gemacht. Ja. Wenn dich erinnerst, wenn wir jetzt einen Papierstreifen nehmen und wir kleben den zuerst einmal zusammen, haben wir ja zwei Seiten. Genau. Da kann ich jetzt eine Seite rot machen und eine Seite blau machen. Wenn ich jetzt den Streifen auseinanderschneide und ich drehe den einmal um die dritte Dimension, das wäre jetzt flach, um die dritte Dimension und ich klebe wieder zusammen, hat das Ding plötzlich bloß noch eine Oberfläche. Möbiusbandprinzip. Und das ist natürlich jetzt mit der einen Oberfläche interessant, weil das hier, wie erkläre ich dir jetzt das? Wenn wir zum Beispiel einen Zylinder nehmen. Dieser Zylinder ist sehr interessant. Der Zylinder ist eine unendlich große Oberfläche. Mhm. Kommst du da mit oder kommst du nicht mit? Mhm. Was ist ein Zylinder? Zylinder wiederum ist bloß ein anderes Wort für Welle. Die Welle, die wir uns anschauen, du denkst bei einer Welle sofort an das, aber das eigentlich, warte mal schnell, ich muss da ganz kurz einmal einschalten. Wenn wir uns jetzt die Welle mal anschauen, hier, wenn wir uns da mal die Welle anschauen,
Gut, jetzt wir können das wunderschön WLE wieder hebraisieren, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Okay. Mhm. Die fortpflanzende Bewegung, das ist alles räumlich ausgedacht. Wir gehen einfach mal in die Etymologie. Schau mal. Zylindrischer Körper, ja. Mhm. Das ist ein zylindrischer Körper, auf den Zylinder gehen wir gleich. Schau mal, wir haben ein Reisigbündel, Reih, unseren Spiegel. Das sind jetzt natürlich, das sind Sachen der Vorstellungswelten, unserer Symbolik, die hochgehende Meereswoge. Okay, dann haben wir stürmisch, stur. Was heißt stur hebraisiert? Ungeordnet widerlegt, wild. Mhm. M-ischen. M-isch, gestaltgewordene Erscheinung. Mhm. Das SDR, haben wir doch immer das Stur. STUR. Ungeordnet widerlegt, wild, W-Illet. Doppelt aufgespannt im Kind. W, doppelt aufgespannt im Kind. Wild durcheinander, durch heißt Generation. Ein generiertes Chat ist immer eine ganze Welle. Mhm. Ist dabei? Ja. IUR heißt die Generation einer Kollektion und das ist immer Plus und Minus in unserer Welt. Mal ganz abstrakt denken. Ja. Ein AND. Auf und ab. AND auf und ab, schwingender weg. Steht doch alles da. Ja. Jetzt müsste ich das natürlich eingeben. Wenn man das weiß, ist es okay. Ja. Gib's mal ganz kurz ein. AND. Hin und her schwingen, ja. Ein Geschwingel, ein ständiges Hin- und Herschwingen. Das ist dieses Urteilen, diese existierende Öffnung. Das ist ein interessantes Hin- und Herschwingen selber, weil nämlich ND, A heißt das Imperfekt, ich werde. Jetzt haben wir unseren Damm, die geöffnete Schöpfung sind 2 mm, 2 Gestaltwertungen, mm. Übrigens 40 ist 80, das ist dein Wissen, wenn du vollkommenes Wissen hast. Das ist ein Schwang, sich bewegen, hin und her bewegen, hin und her wanken. Diese existierende Öffnung kann man zu einem existierenden Augenblick machen. Na, genau. Das ist jetzt mein Zeichen blau gelesen und jetzt wird es dynamisch schwangen, sich bewegen. Und wir wollen ganz kurz zu unserer Welle zurück. Ich will eigentlich, da können wir jetzt sehr weit gehen. Das kommt nämlich von Wälzen, Rollen, Drehen. Siehst du das? Mhm. Da kommt das Wellen, das Drehen her. Aber jetzt, wir wollen ja mal auf den zylindrischen Körper eingehen. Wir schauen mal, was ein Zylinder ist. Mal eine schöne Definition. In der Geometrie. Kommt von Rollenwälzen, pass auf, Fläche, deren Punkte von einer feststehenden Gerade der Achse denselben Abstand haben. Mhm. Diese Fläche ist unendlich ausgedehnt. Schauen wir um eine Gerade und alle Punkte um diese Gerade denselben Abstand haben und da die Gerade ja unendlich ist, ist es eine unendliche Oberfläche, ja, die in sich geschlossen ist. Das wäre jetzt das Möbiusband, das man noch nicht um die dritte Dimension gedreht. Genau, ja, super. Und dann kommst du in die Zeit. Aber das kann er dann mal genauer erklären, wenn es dich interessiert. Okay. Wissen, was ist Wissen? Meinst du weißt was, wenn du die Sachen auswendig lernst und von dir gibst, aber den höheren Gesamtzusammenhang nicht kennst, der du letzten Endes selbst bist? Überhaupt nicht. Nein. Es ist immer wieder, ich reduziere das wieder auf meine Kindergartenbeispiele. Diese Sätze heben alles aus den Angeln. Ja. Was hat der Känguru in Australien? Mhm. Ein Neandertal in der Steinzeit und der Alphedom gemeinsam. Ja. Die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, kann man austauschen. Ja. Den, der sich's ausdenkt, das ist hundertprozentig sicher. Ja. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, für alles, was du erlebst. Es würde diese Dinge ohne dich nicht geben. Mhm. Geh, Geist ist. Dann wäre nichts, ja. Du bist diese Ebene selbst. Expen.
Eben, I steht für Ex, Ex-Ben, als ein herausgetrotener Sohn. Du bist von einem Roten zu einem Blauen geworden. Eigentlich genau genommen zu einem Violetten, zu einem Rotblauen. Wenn man das verstanden hat, was ich damit mitteile. Woher ich das weiß? Weil ich du bin. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Michael und ich bin nicht der, ich bin auch nicht der, der vom Computer sitzt. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Dann bin ich auch nicht. Bist du schon ich? Und der bist du natürlich auch nicht, weil der auch schon wieder was ausgedacht ist. Das kann man dann immer weiter fortführen. Der übermächtige Denker, der letztendlich alles, was er denkt, erschafft, alles, auch die Mächte der Welt und die Erdkugel, der ist in dem Moment, wo der gedacht wird, auch schon wieder was gedacht ist. Das ist das Einzige, um was es geht. Wenn du das verstanden hast, dann ist alles dahin. Und jetzt kommen wir zu unserem Beispiel am Anfang des Gesprächs, bevor ich die Aufnahme eingeschalten habe. Was nützt dir dieses Wissen, wenn du dann trotzdem noch vor was Angst hast? Ja, gar nichts. Das ist... Dann hast du es verstanden. Dann hast du es intellektuell begriffen, aber du hast es nicht installiert. Genau. Das ist immer, wie ich sage, das ist, du bist wieder unser Computer. Du hast da vollkommen neues Betriebssystem oder irgendein neues Programm schon von Gott bekommen. Aus dem Internet heruntergeladen auf der Festplatte. Aber du hast es nicht installiert. Dann laufen die alten Programme schonungslos weiter, bis du die löscht und das neue drauf machst. Weil dieses Programm kann nur installiert werden, wenn du bereit bist, das alte Programm dafür zu opfern. Ja. Dein Programm bestimmt das Leben, das du in dir aufwirfst, Leben, die auseinandergeschmissene polare Existenz, das ist eigentlich zuerst einmal der Adam. Denker und Ausgedachtes. Du musst dich selber opfern, um dich neu, als was vollkommen Neues, als Phönix aus der Asche wiedergeboren zu werden. Ja, und da bleibt nichts übrig. Das ist eben auch der Punkt. Nichts. Darum sage ich immer wieder, mit dem Sterben mach dir keine Gedanken, was nach dir ist. Das ist immer wieder im Bärchen, wenn ich jetzt auch irgendwann im Bärchen wird einer zuerst sterben. Ich sage, glücklich der, der zuerst stirbt. Weil er muss sich dann keine Gedanken machen, ob die Hinterbliebenen leiden müssen. Weil in dem Moment, wo du wach wirst, stellt sich das nicht mehr in Bezug auf die Figuren. Lass das auf dich wirken, was ich jetzt gesagt habe. Super. Sterben ist wach werden. Und in dem Moment, wo du wach wirst, ist dieser Traum, du hast nicht eine Sekunde den Gedanken, hoffentlich müssen die, die ich vorher geträumt habe, nicht leiden. Keine Sekunde, ne. Das ist genau diese Metapher, wo der Schlüssel ist in eine neue Freiheit. Weil dann fallen die, implodieren die alle wieder in dich rein und dir wird klar, es waren ja bloß meine Gedanken. Inklusive die, die ich im Traum zu sein geglaubt habe. Mhm. Wahnsinn. Wenn so dein Lebenspartner zuerst stirbt, hast du eine gewaltige Prüfung, ob du es verstanden hast. Das ist eine gewaltige Prüfung. Genau. Das ist eine richtige, wundervolle, ich sage mal, eine nach Gottes Vorbild geschaffene Partnerschaft ist. Ja. Das ist immer die Partnerschaft vom Adam zwischen Denker und Ausgedacht. Ja, und da weißt du dann gleich, wo du stehst, bei diesen Prüfungen. Du wirst dann immer wieder, dass ich jetzt auch hier sage, wenn der schöne, dieser falsch versatzene Satz, bis dass der Tod euch scheidet. Ihr werdet durch den Tod geschieden, aber nicht so, wie die das mit materialistischer Logik verstehen, sondern Tod heißt ja so viele. Das, was dich jetzt scheidet, ist letztendlich, dass da plötzlich so viele sind, wo du einen dich nennst und die anderen sind halt andere. Es geht schon los, ein anderer, beim Ehepartner zum Beispiel. Das ist die Scheidung durch den Tod. Wenn du das Geistreich siehst, ist das immer eine Einheit. Ja, das ist immer eins. Ja. Was wird eigentlich geschieden, wann die Wellen vom Meer geschieden? Können die Wellen vom Meer geschieden werden oder wird bloß die Nulllinie geschieden in ein Oberhalb und in ein Unterhalb? Was wir schon in der Genesis im Vers 6 nachlesen können. Und Gott teilte das Meer, da steht und El Hayom. Gott das Meer teilte sich selbst in ein Unterhalb. Da ist ja nicht ein Gott, da ist ja nicht ein Meer, das irgendwas teilt, sondern El Hayom teilt sich letzten Endes selbst in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. In sich selbst. In sich selbst. Das sind die Divisionen, Teilungen. Das heißt, in dem Moment, wo du zu denken anfängst, die Öffnung einer Existenz wird zu einem Fundament unter die Welle, die du dir überlegst, Mendio und Lügen verbreitest. Wahnsinn, ja. Deine
ich wiederhole absichtlich immer wieder diese kleine Metapher, wenn man mehrere Selbstgespräche hört, dass man das mal mitkriegt, ohne immer ein Fremdwörterbuch in die Hand zu nehmen. Ja. Ich mache das mit allen Wörtern, mit allen Sprachen der Welt. Es funktioniert in jeder Sprache mit allen Wörtern, vorausgesetzt, die Sprache hat eine gewisse rudimentäre Fähigkeit. Die sind natürlich teilweise sehr grob. Entgeistigt, das ist wie mit Tieren. Mhm. Manche können nur manche Quietschlaute von sich geben, andere haben komplexere Sprachen. Und das Tier, das die komplexeste Sprache hat, ist der Mensch, hängt aber wieder davon ab, zu welcher Rasse du gehörst. Gibt es sehr große Unterschiede in der Ausdrucksmöglichkeit, in der Ausformulierung. Wo ich oft gesagt habe, dass das Englische so grob ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, dass wissenschaftliche Schriften fast mittlerweile jetzt ausgedachterweise nur ein Gedanke in Englisch abgefasst sind. Das ist absolut Blödsinn. Mhm. Weil Englisch gar nicht die Genauigkeit hat, als Sprache, als Ding an sich was genau zu formulieren. Ja, rudimentär. Das ist keine einzelne Sprache. Ich kann selbst Deutsch als Gottessprache, Deutschland, kann das nicht. Da brauchst du Ivri dazu. Das ist jetzt erst wieder die wie mit dem Kreis und Dreieck. Ich brauche Kreis und Dreieck, zwei Flächen, die sich komplett wieder zu widersprechen scheinen, dass ich einen Kegel bilde. Mhm. Ich brauche immer, ich kann auch aus zwei verschiedenen Sprachen, die oberflächlich betrachtet komplett nichts miteinander zu tun haben, wieder was vollkommen Neues bilden. Mhm. Das ist die Vordersprache. Aber das ist jetzt sehr abstrakte Theorie. Ich sage, das geht so mal darum, dass du immer mehr dir dessen bewusst wirst, was du selbst bist. Ja. Das ist das Einzige, was mir zurzeit wichtig ist. Mhm. Und wenn du den Punkt erreicht hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst, schon gar nicht davon, dass du diesen Körper verlierst. Sondern im Gegenteil, du gehst fast in die Sackgasse rein, dass dir fast nicht schnell genug kriegt, dass du los wirst. Ja, genau. Das ist ein guter Gradmesser, ja. Mhm. Ist natürlich auch wieder Einseitigkeit. Ja. Und dann bleibst du sowieso da, solange bis du das auch aufgibst. Das muss sitzen. Die vollkommene Apathie musst du anstreben, die Leidlosigkeit, dieses nicht mehr leiden, keine Angst mehr haben müssen. Vor was eigentlich? Wie oft sagte Udo, Angst davor, dass du zerstört wirst? Wenn du begreifst, was du bist, hast du keine Angst mehr zerstört zu werden. Nichts kann nicht zerstört werden. Aber nichts ist auch dieses, nichts ist auch alles. Ja. Nichts wird anfangen, sich selbst zu lieben. Wenn jetzt niemand normalen Menschen, wie sehr der an sich selber rumnörgelt, welcher jeder Kleinigkeit, welcher wie jeden Wehwehchen, welcher die Frisur, es ist nur ein ständiges Nicht-Einverstanden-Sein. Eine Welt voller blinder Arschlöcher, die Spiegelbilder von dem blinden Arschloch sind, der sich die ausdenkt. Mhm. Genau. Ein blindes Arschloch in meiner Symbolik ist jeder, der mit irgendwas nicht einverstanden ist. Ja, da kann man sich viel vormachen. Und da muss man an den Stand kommen, dass man auch damit einverstanden sein muss, dass man eine Rolle spielt, in der man nicht mit allen einverstanden ist. Das lässt jetzt nochmal auf dich wirken. Lerne damit einverstanden zu sein als Beobachter, dass du eine Rolle spielst, in der du nicht mit allen einverstanden bist. Okay, Kleiner, jetzt lassen wir es gut sein. Ja. Das hat mich ja gefreut, dass du mal wieder an deinen alten Udo gedacht hast. Als Brösel, mit dem Brösel-Michael-Programm. Ja, hey, Udo. Mensch. Sowieso. Na, du rührst dich ja mal wieder, wenn es da dann noch ist. Andauernd, ohne Zeit, ständig. Es läuft. Na? Auf jeden Fall. Immer mal zu. Schauen, wie es weitergeht. Ja. Gut. Es bleibt unterhaltsam. Wir spielen noch eine Runde Brösel. Wir spielen noch eine Runde. Auf jeden Fall. Noch einen Zug. Ciao. Bis gleich.